Guten Morgen zu Tag 3 Valdisole. Heute kurzes Training und Qualitag, also heute wird es das erste Mal ernst. Heute geht es richtig früh los. Wir sind jetzt 7 Uhr aufgestanden, weil um 9 Uhr ist schon Training, beziehungsweise in einer halben Stunde geht es jetzt schon los. Bloß eine Stunde Training, heißt 2 Abfahrten und dann ist schon Quali. Also, wir sind ein bisschen im Zeitstress. Marcel ist nochmal hart am Feilen und am Schrauben. Ich ziehe mich an, dann geht's ab. Wie fahren's? Top 10 springt alles. Okay, der jetzt nicht. Das war der Wäsche. Das war abnormal schnell. Aber hier der Hart. Guck. Bap. Dann trotzdem hier drüber. Ah, hier innen? Ja. Ein Kerl. Das war doch mal. Erster Lauf ist durch. Ich glaube, das habe ich schon öfter mal gesagt. Ich verstehe nicht, wie die Jungs in der ersten Abfahrt um 9 Uhr, wenn es noch dunkel im Wald ist, einfach so ein Tempo vorlegen können. Ich muss mal erst einmal ein bisschen vom Kopf her aufwachen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Linien geschaut. Bin semi-schnell runtergefahren. Marcel macht jetzt noch mal ein paar Änderungen. Wir gehen mit dem Lenker ein bisschen höher, weil einfach das Gefälle auf der Strecke so steil ist oder dauerhaft so steil ist, dass wir jetzt einfach ein bisschen höher gehen mit dem Lenker, dass ich ein bisschen in einer komfortablen Position bin. Genau, dann haben wir jetzt noch einen Lauf und den probiere ich jetzt dann so auf 3 Sektionen mal richtig anzudrücken und hoffe, dass es klappt.
Leute, und jetzt geht's ab. Jetzt kommt Team Germany. Da es ja WM ist, fahren wir quasi für Deutschland. Also gibt es für Quali und fürs Finale, zieht man das deutsche Trikot an. Mal anprobieren, ob es überhaupt passt. Quali durch. Das war jetzt gerade ein wilder, harter Ritt, leck mich am Arsch. Jetzt ist gerade mal die Realität zum Vorschein gekommen, dass diese Strecke einfach, also ich weiß es ja, dass es hart ist, aber ich bin es bisher noch nicht durchgefahren. Und jetzt das erste Mal, und das war am absoluten Limit. Also ich habe bei der Hälfte von der Strecke oder so, nach dem ersten Drittel, habe ich einfach Gas rausnehmen müssen, weil ich gemerkt habe, dass meine Finger wie ein bisschen schon aufgehen. Und bei großen Schlägen wäre schon fast der Lenker aus der Hand. Also ich glaube, da ist echt ein bisschen ein Defizit gerade. Aber nichtsdestotrotz einen Lauf durchgebracht, auch wenn ich ab der Hälfte dann gefahren bin, wie ein bisschen, fast ein bisschen peinlich gewesen. Oder wahrscheinlich fühlt sich jeder ein bisschen schwach auf dieser Strecke ab der Hälfte, aber ich habe gedacht, das kann nicht sein. Am Ende 40. Jetzt in der Quali, also fürs Finale hat es easy gereicht. Jetzt haben wir morgen dann nochmal Training, einen kompletten Tag, was heißt einen kompletten Tag, 3 Stunden. Und da werden wir auf jeden Fall jetzt am Rad nochmal ein bisschen was ändern, weil wie ich richtig gepusht habe, hat das irgendwie nicht richtig funktioniert. Also bei mir ist immer das Vorderrad ein bisschen aus den Kurven rausgeschoben. Das schauen wir, dass wir für morgen ein bisschen was umstellen, und dann haben wir nochmal komplette 3 Stunden Training, wo ich definitiv nochmal ein paar Linien ändern werde. Und dann zählt für Sonntag. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich morgen ein Video mache, nur vom Training, sondern ich fasse das dann zusammen. Samstag, Sonntag. Genau. Wünscht's Glück, weil das wird definitiv am Sonntag ein heißer Ritt. Stoner, wie war's? Ich brauche neue Arme ab der Hälfte von der Strecke. Ich habe genau das gerade gesagt. Das ist das Ding. Weniger Muskel hier, mehr Blutfluss. Mehr Rennrad nächsten Winter. Skinny as fuck, warum muss man hier sein? Also, ciao.